darf Sie begrüßen heute zum ersten Fachtalk des ZVI Technologieforums 2024 auf der Light and Building. Und zu Beginn gleich mit einem der Top-Themen der Messe Light and Building, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden nach der Talkrunde die eigentliche Eröffnung erleben der Light and Building, auch um die gesellschaftliche Dimension von Nachhaltigkeit. Und der heutige Talk heißt ESG.Prozesskostenlawine@Standardisierung und zeigt eigentlich in der modernen Kette einer E-Mail-Adresse die drei Dimensionen. Nachhaltigkeitsanforderungen bedeuten letztlich auch, Daten müssen weitergegeben, Prozesskosten. Und wie kommen wir, wenn das individuell abläuft, zur Standardisierung? Ganz kurz zur Einführung. Die Hersteller, und das ist auch die Motivation, werden Stück für Stück gezwungen, Nachhaltigkeitsdaten zu liefern, zu produzieren, und sie müssen sie weitergeben. Wenn sie sie weitergeben müssen und unsere Lieferketten die entsprechend auch nutzen und selbst anreichern müssen, kommen wir genau zu der Diskussion, die wir heute führen wollen in der Reihenfolge, nämlich erstens mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und dann mit den anderen Aspekten. Ich begrüße hier und heute meine Mitdiskutanten, möchte sie einzeln aufrufen, Josef Birkel, vielleicht ganz außen, damit man das von außen nachvollziehen kann, von Dehn und Söhne, als zweites Christian Eckert, Kollege aus dem ZVI und verantwortlich für die Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspolitik. Stefan Schork aus dem ZVI, unser Fachmann für Digitales. Paul Seifert vom Zentralverband der Elektrohandwerker, auch Digitalfachmann. Und Christopher Winter von Sonnepar, ebenfalls ja, der IT-Verantwortliche, lang im Thema Datenmanagement im Großhandel und bei der Firma Sonnepar. Ja, meine lieben Kollegen, Damen und Herren, die Eingangsfrage würde ich gerne an Christian Eckert richten. Die Frage, was kommt aus Brüssel und gegebenenfalls, was kommt aus Berlin zum ganzen Thema ja, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft? Ja, erstmal ein Hallo in die Runde. Eine ganze Menge. Wir haben seit einigen Jahren die Entwicklung gerade aus Brüssel, dass wir unter dem Stichwort Green Deal ja eine Transformation der gesamten europäischen Wirtschaft vorsehen und damit verbunden ist eine Vielzahl von Gesetzgebung, seien nur genannt Ecodesign für nachhaltige Produkte, was jetzt kommen wird. Wir haben die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die nach und nach für Unternehmen verpflichten wird. Wir sehen auch entsprechend Verpflichtungen, Lieferkettengesetzgebung, die jetzt eher erstmal aus der nationalen Ecke kommt. Also insofern eine Vielzahl von Anforderungen, die sowohl die Produkte betreffen, aber eben auch Informationen. Ein zusätzlicher Punkt ist noch das Thema Taxonomie, also wie ist mein Geschäftsmodell aufgesetzt und kriege ich unter welchen Konditionen zukünftig Gelder, weil natürlich auch Banken sich dafür interessieren. Also ein ganz bunter Strauß an Anforderungen, die Unternehmen nach und nach entweder direkt betreffen, weil sie direkt im Scope sind, betroffen sind, oder weil Lieferanten oder Kunden in der Lieferkette betroffen sind und man quasi indirekt davon dann auch betroffen ist und die Anforderungen erfüllen muss. Ja. Die Frage an Kollege Seifert vom Zentralverband Elektrohandwerker, inwieweit, ihr schaut ja auch nach Brüssel und natürlich auch in Berlin und seid dort vernetzt, inwieweit kriegt ihr diese Diskussion, diese Regulierung des Trends beim Handwerk schon mit? Also wir sind da sehr engagiert auch. Ich selber bin in dem Standardization Request, der sich um den DPP kümmert. 4.0 ist ja nur die Ausprägung des ZVI. Aber ich denke mal, wir können aus gesellschaftlichen Erwägungen nicht mehr an den Nachhaltigkeitsthemen vorbei. Deswegen sehen wir das und wir müssen jetzt halt versuchen, dass wir aus den Berichtspflichten, die Nachhaltigkeitsthemen abbilden, auch noch einen zusätzlichen Mehrwert gewinnen, dass wir den DPP so aufladen, dass wir dort auch technische Dinge
für die es wieder andere Berichtspflichten momentan gibt, so abbilden, dass wir diese gesamte Prozesskette in einem harmonischen Schritt machen, das eine nicht lassen, aber das andere tun, um dann zu einem großen, durchgehenden Lieferketten-Thema aus Industrie, Handel und Handwerk zu kommen. Und dafür plädiere ich. Und da ist der ZVEH auch gerne bereit, aktiv mit einzusteigen. Also Sie nehmen das Thema, so würde ich das interpretieren, proaktiv auf und sagen, wir nehmen das, aber wir wollen dann noch mehr. Und, ja, also wir sind auch schon dabei. Zeiteffekte organisieren. Wir sind da auch schon dabei, diese ganzen Themen DPP aufzugreifen. Wir werden jetzt, weiß nicht, ob wir das jetzt schon sagen wollen oder erst, wenn wir dann in den technischen Part kommen, aber ja. Wir werden auch das Thema Digital Project Organizer hier auf der Light and Building vorstellen. Das heißt, wir nehmen die DPPs und fügen sie zu einem kompletten Projekt zusammen, um dann auf einem Knopfdruck eine komplette Elektroinstallation zu entschlüsseln. Perfekt, also das ist fast schon die Solution, aber Sie haben schon was skizziert und dieses Thema wollen wir in einem späteren Bereich des Talks ansprechen. An Herrn Birkel die Fragestellung, was passiert dann am Markt gerade an Anforderungen und wie nimmt der Markt das Thema Nachhaltigkeit auf? Wir sehen ganz klar zwei Zeitschienen. Das eine ist die politische Schiene, die Herr Eckert uns skizziert hat. Und die zweite Schiene, die wir ganz klar sehen, ist, dass wir aus dem Markt heraus Anforderungen haben, diese Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung zu stellen. Und für uns ist dann natürlich wichtig die Transparenz und die Vergleichbarkeit. Das ist der Titel des heutigen Talks. Wir müssen immer vergleichbare Ausgangsdaten haben, um dann einfach auch ein Differenzierungsmerkmal zu haben. Also für uns zwei wichtige Themen. Das eine ist die politische Vorgabe, das zweite ist die Marktzeitschiene und das dritte für uns einfach eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Herstellern und dann auch wirklich transparent für die nachfolgenden Stakeholder die Daten aufzubereiten. Bietet sich die Frage an Sie, Herr Winter, an, wie der Großhandel das Thema letztlich aufnimmt. Er ist ein Marktteilnehmer, der das Pushen auch lenken kann. Wie sieht der Großhandel die Thematik? Gut, ich muss sagen, als Vertreter jetzt von Sonepa, bei uns hat das drei Aspekte. Es ist zum einen ein Wollen. Wir sind ein Familienkonzern und der nachrückenden Generation ist Nachhaltigkeit extrem wichtig. Deshalb wird das gepusht. Das sind Werte. Ja, das ist ein Müssen, ganz klar. Die gesetzliche Ebene ist einfach da und gerade wenn man in der Richtung agieren muss, muss man auch rechtzeitig anfangen. Und das ist aber auch ein Können. Wir sehen das auch als Chance, dass wir eben uns auch von Wettbewerbern absetzen können, wenn wir eben diese Herausforderungen meistern, Daten anbieten und eben der Nachhaltigkeit eben so auch leben am Markt. Bietet sich an Kollege Christian Eckert die Frage, wenn das ein Marktdifferenzierungsthema wird, ist doch eigentlich für die politische Botschaft positiv oder fast ein Traum. Wir sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja, natürlich. Also, dass wir uns als Gesellschaft in diese Richtung bewegen müssen, ich glaube, das steht außer Zweifel. Wir haben gewisse Rahmenbedingungen, wir haben den Klimawandel, wir haben Veränderungen in der Umwelt und deswegen müssen wir auch die Form, wie wir wirtschaften, wie wir leben, die müssen wir auch anpassen. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Wo wir halt sagen, Obacht, wenn es letztendlich ausschließlich darauf hinausläuft, irgendwelche Daten zur Verfügung zu stellen, also dass man letztendlich das Datensammeln als Selbstzweck sieht, so, und wo dann auch viele Unternehmen sagen, wir bekommen das nicht geschafft, bis zu 1000 Datenpunkte mal eben jährlich in der Lieferkette zu kommunizieren, aber der Fokus, dass man das Wirtschaften anpassen muss, der ist klar. Und da sind natürlich die Unternehmen, die hier vorangehen und sagen,
wir nehmen vielleicht auch schon mal das, was erst in 2-3 Jahren gesetzlicher Standard wird, das nehmen wir schon mal vorweg und vor allen Dingen wir gestalten es selber. Das kann vielleicht auch verhindern, dass man dann eben von, ich sage mal, aus Brüssel und, oder Berlin eine Vorgabe bekommt, weil man sagt, hey, wir sind doch eigentlich schon vorbereitet. Und da kann man eigentlich nur eine Branche, wie auch die hierige, beglückwünschen, dass man sich frühzeitig Gedanken macht und auch überlegt, wie können die Dinge, die ohnehin zu befolgen sind, wie kann man die gestalten? Ja, also letztlich sind Unternehmen, die Werte geleitet sind und das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus nehmen, auf den richtigen Weg, um gestalten zu können. Sie haben gesagt, kein Selbstzweck Daten sammeln. Und Josef Birkel hat beschrieben, es muss Vergleichbarkeit her. Die Frage an Stefan Schork, gibt es denn schon Verfahren, um Nachhaltigkeit vergleichbar zu machen, um zu standardisieren? Ja, also generell glaube ich, ist es noch ein recht großes offenes Feld, wenn es darum geht, wirklich Nachhaltigkeit vergleichbar zu machen. Wir haben verschiedene Indikatoren, die Nachhaltigkeit beschreiben können, sowas wie ein Product Carbon Footprint, also die Frage, wie viel CO2 wurde denn eigentlich emittiert, um ein Produkt herzustellen. Man kann sich anschauen, welche weiteren Emissionen hat das Produkt verursacht oder welche weiteren Einflüsse hat das Ganze auf die Umwelt. Aber da haben wir aktuell einfach noch verschiedene Standards, verschiedene Berechnungsmethoden, die zur Verfügung stehen, die alle in sich erstmal richtig sind, aber sicherlich immer gewisse Bereiche auch ausklammern. Und so ist es sicherlich heutzutage noch möglich, sich für das eigene Produkt ein Berechnungsverfahren herauszupicken, in dem das eigene Produkt dann in einem besonders guten Licht steht. Und entsprechend fehlt uns aktuell noch diese Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Berechnungsmethoden. Da muss sich aus meiner Sicht sicherlich noch einiges tun, bauen da eine gemeinsame Basis, auf der man aufsetzen kann, um dann auch so eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Ja, die Frage an auch Kollege Christian Eckert, auch an Kollege Seifert, sieht die EU diesen Standardisierungsraum schon? Weil es laufen ja jetzt, ist ja was Tolles, wenn man losbeginnt und jeder sucht sich erstmal ein Verfahren und im besten Falle nimmt er erstmal das Verfahren, wo er selbst gut aussieht. Aber wie ist da Stand der Diskussion? Also die EU-Kommission sieht das natürlich sehr wohl, da gibt es auch Standardisierungsmandate, aber gucken wir vielleicht mal in die Batterieverordnung, passt hier nicht so ganz, aber damit kenne ich mich ein Stück weit aus. Da haben wir eine Verordnung seit Mitte letzten Jahres, die ersten Pflichten kommen jetzt diesen Sommer und die Standards sind zum Teil so noch nicht da. Und da muss man sagen, daraus sollte man lernen und schauen, frühzeitig in die Standardisierung zu gehen, weil jetzt Unternehmen befürchten, dass sie Geräte nicht konform, Batterien nicht konform Mitte des Jahres in den Verkehr bringen können, weil einfach die Basis noch nicht da ist, auf die sie sich beziehen sollen. Deswegen frühzeitig beginnen mit der Standardisierung. Natürlich gibt die EU-Kommission einen gewissen Rahmen, aber gerade in der Standardisierung hat halt auch die Wirtschaft die Möglichkeit, sich einzubringen. Immer auch eine Frage der Ressourcen, aber da sei nur der Appell, frühzeitig einbringen, sonst steht man plötzlich vor Anforderungen und hat keine Standards. Sonst wird man geregelt. Absolut. Letztlich. Und Kollege Seifert, Sie sprachen von der Standardisierung. Gibt es schon in unserem Unternehmens- oder in unserem Branchenumfeld Standardisierungsaktivitäten? Ja, also ohne Frage. Also ich denke mal, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also DPP Data für den Batteriepass war jetzt schon kommuniziert und auch verordnet, aber DPP System, also die Technologie darunter liegend, die wird jetzt halt bis Ende 25, muss die jetzt erst standardisiert werden. Und das ist auch der Grund, warum wir vom Elektro- und Informationstechnischen Handwerk uns da so engagieren, weil da gilt es jetzt frühzeitig gewisse Dilemma aufzulösen, dass man jetzt sagt, jedes Produkt, das aus verschiedenen Produkten zusammengesetzt wird, ist ein neues Produkt und hat demzufolge auch einen neuen digitalen Produktpass notwendig. Das stelle ich mir jetzt vor, auch im Vorgriff auf Ihren Showcase hier als Unterverteilung, wird einfach nur eine
Zählerreihe dazugesetzt und schon muss das ganze Ding einen neuen digitalen Produktpass haben. Das spielt so nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis unserer aktiven Mitarbeit dort, dass wir jetzt erreicht haben, dass Branchen identifizieren können, wann welches Produkt oder zusammengesetzte Produkt nun einen neuen Produktpass haben muss. Und ich denke mal, ich glaube, der Treiber musste da sein. Also irgendwann musste die EU einfach mal diesen Impuls setzen und sagen, wir brauchen das bis zu diesem Zeitpunkt, weil, sind wir ehrlich, in der Industrie, im Handel und im Handwerk bewegt man sich selten ohne Druck. Und ich kann nur darauf appellieren, dass wir diese Zeit nutzen, bis der DPP auch für Elektro und Elektronik verpflichtend wird, dafür zu nutzen, zusammen ein Framework zu schaffen, wie wir diese gesamte Kette aus Industrie, Handel und Handwerk so vereinbaren, dass wir nur aus der Schublade noch die Blaupause nehmen müssen. Um dann halt schon, ich sag mal, einen wirtschaftlichen Vorsprung zu haben. Die Frage an Christian Eckert, aber auch Josef Birkel: Was ist eigentlich ein DPP? Das wird sich der ein oder andere in der Diskussion, wie sieht das konkret aus, ein Digital Product Passport? Wie stellt sich die EU den vor? Ist das schon konkret oder ist es erst nur ein Schlagwort? Also es sind erstmal nur Schlagworte. Ne? Also es werden bestimmte Kriterien aufgestellt. Das eine oder andere ist zu dokumentieren und auch zu die Informationen sind weiterzugeben. Und im, nehmen wir jetzt Eco-Design oder auch Batterien, da wird es sogenannte Implementing Measures geben oder nachgelagerte Gesetzgebung, wo das nochmal etwas stärker geregelt wird. Aber da ist noch sehr viel im Fluss. Es gibt verschiedenste Projekte. Ein Projekt nennt sich Surpass. Es gibt noch viele andere, wo man sich eben jetzt Gedanken macht, wo auch ganz viele Stakeholder mitreden. Manche aus der Zivilgesellschaft, aus der Industrie, aber auch Anbieter von Lösungen. Also da sehen natürlich auch manche schon ihr Geschäftsmodell da drin. Und insofern ist das momentan noch in der Gestaltung. Man kann sagen, ist vieles offen. Das kann negativ sein, weil dann irgendwo das in die falsche Richtung geht. Man kann auch sagen, ist positiv. Man kann es mitgestalten. Mitgestalten, perfekt. Ich möchte wunderbar eingehen auf das, was der Herr Seifert gesagt hat, auf zwei Punkte. Das eine ist genau das, was wir mit dem Showcase abbilden möchten. Wie können wir aus Einzelprodukten wieder weitere Subsysteme kreieren? Wie kann uns da der digitale Produktpass helfen? Das ist genau der Ansatz, den wir hier versuchen, in einem ersten Aufschlag hier einmal vorzustellen. Und das Zweite, Sie haben gesagt, die Industrie wird sich nicht freiwillig bewegen, doch in dem Showcase, die Unternehmen, die jetzt hier sich engagieren, die haben, ähnlich wie es auch Sonneva hat, wir haben auch für uns selber diesen Anspruch, dass wir nachhaltig sind und dass wir hier versuchen, das Thema auch aktiv zu gestalten und nicht nur auf die politischen Vorgaben zu warten. Also zwei, ich sag mal, Impulse von Ihrer Seite, die haben also wirklich versucht, hier aufzugreifen. Einmal dieses Assemblen von Einzelprodukten hin zu einem größeren Subsystem. Und das Zweite, wie gesagt, es ist auch wirklich unser eigener Anspruch als Industrie, dort solche Prozesse dort zu gestalten. Also im Sinne von Christian Eckert ist als Gestaltungschance frühzeitig zu sehen und nicht als Damoklesschwert. Was sagt Christian? Ja, ich wollte jetzt auf zwei Dinge nochmal eingehen. Also einmal hat die EU-Kommission sicher jetzt schon Leitplanken gesetzt für den DPP. Also es sind schon gewisse Bestandteile veröffentlicht, dass es eine Registry geben soll, die sozusagen wie im Internet, alle Seiten, die es im Internet gibt, werden über das DNS gebündelt. Und so muss es auch eine Registry geben, die ganzen Informationen, die verpflichtend sind für einen digitalen Produktpass, dass man die auch on-demand als Consumer, als Endkunde direkt medienbruchfrei zugreifen kann. Und nochmal zu dem, was Herr Birkel gesagt hat, ich denke, dieser Druck, den ich angesprochen habe, der wurde schon gesetzt. Und deswegen kommen jetzt Aktivitäten in Gang. Wenn es aus der EU nun überhaupt keine Initiative in diese Richtung gegeben hätte, ich glaube nicht, dass wir dann auf die Idee gekommen wären, auf einer Light and Building einen DPP
Elektroinstallationssysteme Showcase zu bauen. Also das sind die Punkte. Ich glaube, es geht nicht ohne einen gewissen Druck. Und ich denke aber auch, man muss das jetzt als Chance begreifen, zu sagen, die kommenden Generationen erwarten das von uns, dass wir in dem Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft weiterdenken, als wir das bisher tun. Absolut. Nochmal zurück an Kollege Eckert, auch aus der Brüsseler Sicht. Andere Branchen, Chemie, Maschinenbau, Konsumer, Bauindustrie, nehmen Sie das wahr, dass Sie Nachhaltigkeit ähnlich ernst und jetzt diese Regulierung, Banken ähnlich ernst das Thema nehmen, wie wir das jetzt gerade diskutieren? Ja, sicher. Also gerade die Konsumgüterbranchen sind seit jeher stark im Fokus. Nehmen wir das Energielabel, was es seit Jahrzehnten gibt und wo die Industrie auch erstmal damit leben musste und damit umgehen musste. Und heute ist es eine der wichtigsten auch Möglichkeiten, Produkte auch irgendwo vergleichbar zu machen und auch miteinander zu unterscheiden. Hier haben wir weitere Anforderungen, Stichwort Green Claims, also wo dann auch gesagt wird, also wenn ihr hier etwas zu grünen Dingen sagt, dann muss das auch belegbar werden. Also die Dinge spielen da schon eine Rolle. Wo wir jetzt auch einen starken Druck hören, ist halt die Automobilindustrie, also alle, die da reinliefern, die berichten davon, dass da heute schon Dinge gefordert werden, die im Gesetz vielleicht irgendwann in 5 oder 10 Jahren, aber vielleicht in 5 Jahren drinstehen. Und das bedeutet, dass es eben nicht nur reicht zu sagen, was haben die da in Brüssel oder in Berlin gerade wieder ausgeheckt, sondern auch zu gucken, was wollen meine Kunden. Und das ist manchmal dann mit einer höheren Prägnanz als vielleicht das, was vom Gesetzgeber kommt. Und deswegen in die Branche reinhören, auch lieferkettenübergreifend miteinander sprechen, das ist, glaube ich, wichtig, um hier nicht überrascht zu werden. Also ich stelle fest, als kleines Zwischenfazit, die EU muss Druck machen, gibt einen Rahmen vor und letztendlich ist der Markt und nicht nur unsere Elektrobranche, sondern die große Industrie, die Wirtschaft ist schon auf dem Zug Nachhaltigkeit und es gibt einen entsprechenden, ja, wirklich einen Megatrend. Bewusst an Stefan Schork die Frage, vielleicht kann er uns auch mal mit dem Schlagwort, was ja auch rumwabbelt, was ist eigentlich Cradle to Cradle oder Cradle to Gate? Und warum sind diese Definitionen in der Konkretisierung dieses Trends wichtig? Kann ich gerne kurz darauf eingehen. Im Endeffekt sind das Möglichkeiten zu beschreiben oder einen Zeitraum zu beschreiben, über den beispielsweise ein Product Carbon Footprint berechnet wird. Insbesondere Cradle to Gate beschreibt eine Berechnung von der Geburtsstätte eines Produktes, begonnen bei der Gewinnung der Materialien, bis hin zum Gate, das heißt, bis ein Produkt den Betrieb sozusagen verlässt. Danach kommt die Nutzungsphase, die ist bei Cradle to Gate zunächst mal ausgeklammert. Alles, was das Produkt also in der Nutzungsphase noch an CO2 emittiert beispielsweise, welche Energien verbraucht werden, wird in diesen Wert nicht mehr eingerechnet. Cradle to Cradle würde dann noch weitergehen, geht auch davon aus, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus wieder zurückgeführt wird in eine Circular Economy beispielsweise. Das heißt, man begleitet das Produkt von der Geburtsstätte bis im Prinzip zur Geburtsstätte des nächsten Produktes, das aus den Materialien wieder gewonnen wird. Das sind die zwei Dimensionen. Auch nochmal zurück an Christian Eckert, auch Kollege Seifert, weil ihr ja auch die politische Diskussion sehr nah monitort. Wo stehen wir denn heute im Mindset? Wirklich schon Cradle to Cradle? Also wirklich bis zum Recycling? Das ist sicherlich die Vision. Oder ist man schon mal zufrieden jetzt im Tun, Cradle to Gate oder Cradle Gate Gate zu organisieren? Also wir fangen ja nicht bei Null an. Nehmen wir mal das Thema Elektro-Altgeräte. Seit 15 Jahren wird das gelebt, dass Geräte ordnungsgemäß gesammelt und verwertet werden. Und natürlich werden auch heute schon Kreisläufe geschlossen. Nehmen wir gerade Metalle, Recycling, das ist überhaupt keine Frage. Bei vielen anderen Dingen, nehmen wir mal das Thema Kunststoffe, ist das schon schwieriger, weil wir mehrere Themen haben. Das eine ist, wie vermeiden wir es, dass wir irgendwelche Stoffe, die heute verboten sind, aber früher verbraucht wurden, wieder in den Kreislauf reinbekommen.
auch, warum soll ich ein Rezyklat verwenden, wenn das der Neukunststoff billiger ist. Also all solche Dinge spielen da eine Rolle. Ich denke, wichtig ist, die Transparenz erstmal zu schaffen. So, und dann können wir gucken, wo können wir noch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Ich denke, wir sind noch nicht so weit, dass wir hier vollkommen Kreisläufe geschlossen haben. Aber wenn wir wissen, an welchen Stellen noch was zu tun ist, wo auch vielleicht noch eine besondere Wirksamkeit möglich wäre, dann können wir daran als Industrie auch ansetzen. Also letztlich die Institutionen, die Strukturen sind da, noch nicht für alle Fälle skaliert. Aber das Schlagwort Transparenz ist sozusagen das Schmiermittel für diese Entwicklung. Transparenz und Daten würde ich an Kollegen Winter Großhandel heißt Logistik, heißt Datenmanagement. Welche Herausforderungen hat man dann in Lieferketten? Ein Händler kann das sicherlich beurteilen, Daten zu bekommen und weiterzureichen. Und das hat jetzt nochmal eine neue Dimension. Nicht nur Katalogdaten, sondern wir müssen ja Kreisläufe mehr oder weniger organisieren später. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal der Faktor Zeit. Also wir machen seit einem Vierteljahrhundert Standardisierung, Datenmanagement. Die Erfahrung lehrt einfach, ich habe extrem lange Timeline zwischen den Absichtserklärungen voranzukommen, dann kommt Standardisierung, das dauert. Wir haben Prozesse, die darauf ausgerichtet werden müssen. Relativ spät erst fängt man an, sich dazu mit beschäftigen, wie ich Daten überhaupt pflege, wie ich sie transferiere. Und eigentlich ganz am Ende kommt erst, wie zeige ich die da. Das heißt, bevor ich diese Daten in einem Webshop oder E-Katalog zeige, habe ich schon ganz lange einen Weg hinter mir. Und deshalb kann ich auch nur beipflichten, ich muss rechtzeitig beginnen. Das heißt, das Zeigen, die Transparenz, ist eigentlich nur der letzte Schritt. Das Management der Daten davor, inklusive Prozesse, IT, Software, das ist die größere Herausforderung. Die entsprechend aufzubauen. An Kollege Birkel aus der herstellenden Industrie, wo seht ihr gerade aktuell eure Schwierigkeiten in dem Thema Daten zu schöpfen und vielleicht dann auch weiterzureichen? Daten zu schöpfen ist das eine und das zweite ist, auch die Daten dann entsprechend aufzubereiten. Darum ist für uns ganz klar, dieses ganze Thema digitaler Produktpass, Nachhaltigkeit ist ein firmenübergreifendes Thema und ich sage mal, die Arbeitsweise, die wir uns hier in unserem Showcase zugrunde gelegt haben, dass wir sagen, wir brauchen Nachhaltigkeitsexperten, die Daten entsprechend aufbereiten. Wir brauchen Datenmanager, die dann in der Lage sind, die Daten beispielsweise an Sonnepar entsprechend weiterzugeben. Wir brauchen IT-Experten, die dann in der Lage sind, unsere Daten so zur Verfügung zu stellen, dass wir sicher diese Daten auch transportieren können, dass wir das über die einzelnen Stakeholder hinweg transportieren können. Das sind die großen Herausforderungen, die wir als Industrie dort sehen, dass wir dort nicht ein Thema adressieren müssen, sondern sehr, sehr viele Themen, nahezu die gesamten Unternehmen. Das gesamte Unternehmen muss dort mit ins Boot geholt werden. Und das ist das, warum wir auch diesen Showcase mit initiiert haben, um diesen Lernprozess zu starten. Also perspektivisch kommt ein Hersteller ohne eine Datenschöpfungsabteilung in Anführungsstrichen zukünftig eigentlich nicht aus. Definitiv. Datenschöpfung, auch Nachhaltigkeitsabteilung, das sind die Themen, mit denen die Unternehmen, die sich jetzt hier auch im Showcase beteiligen, schon konkret befassen. Und das müssen wir natürlich auch noch entsprechend aufbereiten und ausweiten. Aber das sind die ersten Erkenntnisse, die wir hier auch wirklich aus diesem Showcase bereits jetzt gezogen haben. Wie geht Winter jetzt ein Großhändler um, wenn wir wegen noch nicht klaren Standardisierung unterschiedliche Datenformate oder unterschiedliche Datenqualitäten als Großhändler bekommen? Wie organisiert man das in einem Prozess, der ja losläuft? Also vielleicht erstmal von dem Thema Daten an sich. Also wir sehen das mittlerweile so, dass wir neben den physischen Produkten Daten als digitalen Zwilling sehen. Und deshalb sehen wir auch die ganze Bearbeitung der Daten wie eine Fabrik mit Rohdateneingang, Veredelung der Daten, Ausgabe der Daten. Und das Ganze funktioniert nur mit Standards. Ne? Und wir haben da Standards, nehmen wir ETIM, nehmen wir ECAD, ETIM Exchange, ist eine Diskussion. Und man muss eben diese Standards eben auch dahin entwickeln, dass sie eben diesen neuen Anforderungen genügen. Das wird nicht leicht. Ja, ja. Und der Kollege von denen schon sagte, man braucht letztendlich Ressourcen, es kostet Geld, man braucht Datenmanager, man braucht Abteilung.
die sich wirklich mit diesem digitalen Zwilling, der Pflege dieser digitalen Zwillinge beschäftigen. Ja. Und ich muss es als Unternehmer heute aufbauen, weil ich proaktiv das gestalten will, weil erstmal sind es Strukturkosten. Schlagwort Digital Twin, digitaler Zwilling an Fachkollegen Stefan Schork. Wie kann denn ein digitaler Zwilling aussehen? Wie solche Formate müssen ja erst einstehen. Ja. Also generell glaube ich, ist das Thema digitaler Zwilling ein sehr, sehr großes Thema. Das heißt, man hat ein sehr großes Schlagwort. Jeder hat da ein bisschen was anderes im Kopf dazu, was ein digitaler Zwilling sein kann. So wie wir das Thema behandeln, digitaler Zwilling, setzen wir es eigentlich immer darauf auf, dass wir sagen, wir beschreiben ein Produkt, wir versuchen also die Eigenschaften eines Produktes möglichst strukturiert zu beschreiben, sodass man dann aus diesen Eigenschaften weiß, was es um was für ein Produkt es sich handelt, was sind die Funktionen, was sind andere Merkmale, die das Ganze eben hat, und daraus ergibt sich dann dieser digitale Zwilling. Jetzt muss man dabei auch immer, wenn es um das Thema Daten geht und das Weitergeben von Daten, beispielsweise diesen digitalen Zwilling, eben auch immer davon ausgehen, dass jeder Eigenschaften unterschiedlich beschreiben könnte für ein Produkt. Manches ist schon standardisiert, bei vielem weiß man direkt, um was es geht, Größe, Länge, Breite etc. Andere Werte sind aber vielleicht mit einem gewissen Spielraum behaftet. Das heißt, dass ihr Mensch das erstmal interpretieren müsst, um was geht es denn da eigentlich. Das heißt, auch für diesen digitalen Zwilling, für diese Beschreibung von Produktinformationen brauchen wir gewisse Vorgaben, gewisse Standards, die wir nutzen können, sodass zunächst mal das Ganze nicht mehr vom Mensch interpretiert werden muss und dass das Ganze natürlich dann auch maschinenlesbar wird. Und genau da setzen wir an der Stelle eben auf eine Form eines digitalen Zwillings, nennt sich dann Verwaltungsschale, Asset Administration Shell, die eben die Möglichkeit bietet, verschiedene Produktinformationen klar zu strukturieren, mit Identifiern zu belegen, die das Ganze auch maschinenlesbar ausführen, sodass immer klar ist, wenn Produktinformationen, digitale Zwillinge, angeboten werden, wie diese aufzusetzen sind, wenn man sie erhält, dass man auch direkt weiß, wie damit umzugehen ist. Sowas sehen wir eben auch für einen digitalen Produktpass, denn ein digitaler Produktpass ist auch eine Sammlung von Produktinformationen. Das heißt, auf technischer Basis kann man also auch diesen digitalen Produktpass eigentlich mit einem digitalen Zwilling vergleichen, sodass hier die beiden Ansätze eigentlich gut ineinander überlaufen. Absolut. Im Prinzip ist es eine produktindividuelle Aktentasche mit allen relevanten Prozess-, Administrations- und vielleicht auch Konnektivitätsdaten. Und das geht aber im Kern schon weiter darüber hinaus, was wir sogar bisher im Datenmanagement organisieren mussten. Vielleicht auch, damit wir mal so eine Größenordnung sehen. Wir hängen schon heute, also an ein durchschnittlich komplexes Produkt wie eine technische Leuchte oder Akkubohrmaschine, um die 400 Features ran. Also das ist schon der digitale Zwilling im Jahr 2024. 24, also schon 100 bis 400 Features an einem Artikel. An einem Artikel. Und in der Ausprägung, wenn wir jetzt natürlich zu Administrationsdaten kommen und letztlich Papierformen wie Operation Manuals, Certifications und andere auch digital darstellen wollen, weg vom Papier, ist das allerdings über eine sogenannte Verwaltungsschale, über solche Formate abbildbar. Genau. Ein weiterer Punkt, um jetzt mal von dem Technischen, von dem Doing auch ein Stück weit wegzukommen, das hat der Josef Pickel angesprochen, doch aktuell viele ESG-Initiativen. Wie kommt das eigentlich bei dem Endverarbeiter, bei dem Handwerk an? Sie nehmen ja auch verschiedenste Initiativen wahr im Orbit. Wo wünschen Sie sich sozusagen aus der Diskussion Klarheit? Aus der Diskussion Klarheit. Ich denke mal, wir sollten Brücken bauen zwischen den einzelnen Stakeholdern, zwischen den einzelnen Branchen, Industrie, Handel und Handwerk, sollten uns darüber Gedanken machen, wie wir ein gemeinsames Framework erstellen können. Und ich denke mal, unter dem gesamten Datenaspekt dürfen wir auch das Thema Datenräume, also es war ja die Automobilindustrie schon angesprochen und die hat es ja jetzt gezeigt mit Catena X, was durch die Bundesregierung extrem mit 240 Millionen gefördert wurde, schon gewisse Standards gesetzt. Also der Datenaustausch ist eigentlich jetzt durch diesen Eclipse Data Connector schon gesetzt. Das ist also
von Catena X und Fraunhofer entwickelt. Jetzt in der neuen Runde ist ja jetzt Manufacturing X und der ZVI ist ja auch sehr engagiert in dem Thema Factory X, was auch wieder mit 120 Millionen gefördert wird. Und da sieht das Handwerk, und das nochmal der Rückgriff auf, wir sehen das eher Cradle to Cradle, weil bei uns hört es nicht damit auf, dass das Produkt unser Haus verlassen hat, sondern wir sind dann auch mit den Service-Themen verbunden, wir sind mit Facility-Management-Themen verbunden. Wir müssen in die Neuplanung rein. Und das Thema digitaler Zwilling geht, glaube ich, auch nur so, dass es nicht nur den digitalen Zwilling gibt, sondern dass es zum Beispiel wie unseren digitalen Projektorganizer. Das heißt also, das ist einer auf IEC 61401, also diesen Industrial Standard für den Information Link aufgebautes QR-Code-System, was aufgreift, was in einer Unterverteilung in einem gesamten Haus entsprechend verbaut ist. Und ich gehe jetzt mit meinem Handy als Neuinstallateur hin und kriege auch die wertvollen Informationen, wer hat es gebaut, wer ist mein Notfallansprechpartner, wenn irgendwas nicht funktioniert und wie sieht es nachher aus in dem Gebrauch. Es kommt der Facility Manager, kommt ins Haus und sagt, er muss die Leuchte dort ändern. Wenn er jetzt aber nicht weiß, welche Leuchte dort verbaut ist, hat er auch das falsche Leuchtmittel dabei. Also das sind alles so Punkte, die wir harmonisch ineinander greifen müssen. Also wie gesagt, und ich kann gerne anbieten, dass wir als Follow-up zu Ihrem Showcase sagen, wir machen jetzt während der Messe den DPO, vom DPP Showcase Elektroinstallationssysteme und können dann sagen auf einen Knopfdruck, welche elektrotechnischen Komponenten sind da drin verbaut. Der Seifert macht eine neue Flanke auf und die ist absolut berechtigt. Ich finde auch das Schlagwort gut, DPP und DPO, Operation, also was folgt, nachdem wir Produktdaten sozusagen geliefert haben. Und letztendlich ein Assemblierer und das Elektrohandwerk ist auch nur Teil der Investorenkette. Also letztlich, das Ganze endet bei dem Gebäudeinvestor. Das Ganze muss hier organisiert werden. Wo haben wir dann noch Schnittstellenfragestellungen? Also das kommt bei mir auch auf. Überladen wir in der aktuellen Entwicklung der Diskussion das Thema DPP nicht, wenn wir sozusagen die komplette Kette versuchen auf einmal zu erschlagen? Sondern vielleicht muss es so sein, dass man jeder für sich erstmal seine Cradle to Gate, Gate to Gate, um dann nachher wieder Schnittstellen zu definieren, die durchzulaufen. Oder weil er ansprach, Datenräume. Wird es einen zentralen Datenraum geben, wo das neutral alles gemanagt wird? An Stefan Schork, der dieses Thema aus der Automation bestens kennt. Ja, das sind natürlich jetzt gerade viele offene Fragen. Ja, ja. Ja. Ja, wir wollen schon ein bisschen hier auf den vielleicht, aufdrücken. Vielleicht den von hinten heran erstmal Thema Datenraum. Aktuell würde ich sagen, sprechen wir meistens eher von Datensilos. Jedes Unternehmen hat gewisse Daten vorrätig. Man kann da teilweise drauf zugreifen. Es gibt Schnittstellen. Es ist teilweise vorhanden. Und aktuell ist eben die Bestrebung, das alles zu einem Datenraum zusammenzuführen. Das heißt, für eine gewisse Gruppe, die sich in diesem Datenraum bewegen kann, gewisse Spielregeln aufzuschaffen. Wir hatten es vorhin schon den EDC, den Eclipse Data Space Connector. Das heißt, das ist so eine der ersten Schnittstellen einfach oder eine der zentralen Schnittstellen, die einen Austausch von Informationen über Unternehmensgrenzen oder generell über die verschiedenen Teilnehmer hinweg regelt. Es ist so, man hat das Catena X in der Automobilindustrie, man hat dann Manufacturing X im Manufacturing-Bereich. Es gibt vielleicht noch andere X-Projekte generell. Das heißt, hier haben wir schon wieder mehrere Datenräume, die sich ergeben, die aber aus meiner Sicht auch über diese Schnittstellen zusammenlaufen können, sodass hier Informationen auf gleichem Wege auch ausgetauscht werden können. Jetzt die Frage, ob man das alles gleich auf einmal erschlagen muss, glaube ich, muss nicht unbedingt sein. Ich denke, man kann ja schon im Kleinen anfangen, zunächst mal das ganze Cradle-to-Gates-Thema aufnehmen und darauf dann aufsetzen. Wichtig ist eben, dass eine gewisse Basis gelegt wird und die sehe ich eben darin, dass Informationen so aufbereitet sind, dass jeder sie im Endeffekt nutzen kann, dass wir hier keine Login-Effekte haben, dass wir nicht für jede Information von verschiedenen Herstellern eigene Systeme brauchen. Wenn so eine Datenbasis oder wenn so eine Basis gelegt ist, glaube ich, ist die
Definition von Schnittstellen oder das Erarbeiten von Schnittstellen dann ein Thema, was man im Lauf ganz gut angehen kann. Genau, weil letztlich das alles Teilinitiativen von großen Branchen sind und dann ist eigentlich das Vorhalten von Produktdaten am Ende des Tages doch dezentral auf den Herstellerservern zu sehen, die dann über funktionierende Systembeschreibung, über Schnittstellen dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Damit unter anderem, Handwerk ist ja einer, der nachher in der Operation ist, also in anderen Bereichen hast du immer jemand in der letzten Kette, der assembliert, sozusagen für sich das dann auch nutzen kann und wiederum anreichern kann, richtig? Ganz genau, ja. Also auch da digitaler Produktpost oder generell diese digitalen Zwillinge, sehen wir, dass sie zunächst mal eben beim Hersteller liegen, die Informationen, also wir haben keine zentrale Datenbank, in die alle Informationen gepusht werden müssten, sondern sie liegen erstmal beim Unternehmen selbst. Es gibt dann eben, es muss irgendwo zentrale Mittel geben, wie die, ich glaube ganz am Anfang schon mal angesprochene Registry, sozusagen also das Telefonbuch, genau. Oder die Stelle, an der erstmal alle Verlinkungen gemacht werden. Und darüber können dann aber Informationen verteilt abgerufen werden, genutzt werden und entsprechend kann er jetzt dazu. Also ich würde so zusammenfassen, Daten schöpfen, Daten vorhalten, Daten optimieren, muss bottom-up ablaufen, den Rahmen, Schnittstelle, Abläufe müssen zentral beschrieben und vorgegeben werden. Ist das so im Prinzip mehr oder weniger? Ich denke, das passt ganz gut zusammen. Die, ja, wie man diesen Prozess steuern kann. Wir kommen zum Abschluss, wir sind schon eine halbe Minute drüber. Eine Abschlussfrage an jeden. Und ganz einfach, wann werden wir den ersten Digital Product Passport im Austausch in unserer Branche sehen? Einfach nur kurzer Satz, in welchem Zeitraum? Weil wir diskutieren ja heute über die Zukunft. Also ich denke, der wird nicht per Big Bang kommen, sondern sukzessive. Und ja. Ich glaube, wir haben schon quasi Teile des BPP. Und es wird sukzessive einfach mehr. Wir haben schon sozusagen erste Schritte dazu, ja. Herr Seifer? Also ich bin da etwas optimistischer. Ich sage, innerhalb der nächsten 3 Jahre werden wir das sehen, weil in den nächsten 5 Jahren wird das verpflichtend von der EU eingeführt werden für unsere Branche. Und demzufolge sollten wir uns jetzt tunlichst aufmachen, da erste Ergebnisse zu zeigen und auch diesen transparenten, medienbruchfreien Datenaustausch zu ermöglichen. Ja. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich denke, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es der regulatorische Druck schon so hoch sein, dass wir das sehen werden müssen. Gegebenenfalls haben wir auch schon vorher erste Teilnehmer, die das anbieten können. Ja, wenn man so nach Brüssel guckt, wird ja immer so das Jahr 2027 genannt, wo so für die ersten Branchen das dann wirklich scharf geschalten wird. Und dann wird aber der Druck auf, selbst auf Branchen, die eben noch nicht direkt verpflichtet sind, so hoch werden, da wird man dann irgendwo in dieser Zeitspanne sich dann auch eine Lösung bis dahin haben müssen. Herr Beckel, einen konkreten Zeitraum würde ich nicht nennen, aber es wird definitiv schneller gehen, als wir denken. Und es wird schneller gehen, als die Politik das fordert. Ich habe von diesen 2 Zeitschienen gesprochen. Der Markt wird einfach hier einen entsprechenden Druck aufbauen, dass wir hier schneller funktionierende digitale Produktpasse sehen, als wir uns das gesetzlich irgendwie vorstellen können. Das ist meine Einschätzung. Ja. Vielen Dank. Ich fasse zusammen und das letzte Wort, es muss und es wird schneller gehen. 2027, die nächsten 3 Jahre, werden Dinge, die wir hier in unserem Showcase, auf Aktivitäten und Showcase des Z4JAs, wir als Verbände das aufnehmen, zeigen es, dass es schneller gehen muss. Wir haben aber festgestellt, dass wir zur Standardisierung kommen müssen. Ansonsten produzieren wir neben dem tollen und nachhaltigen eine proprietäre Datenlawine. Und das Schlimmste sind natürlich Prozesskosten, die wiederum auch Bürokratie, weitere analoge Mitarbeiter fordern. Also das haben wir festgestellt und die Datenformate sind nach wie vor offen. Das heißt, der Druck zu standardisieren und sich bei der Standardisierung zu engagieren, ist, glaube ich, jetzt für jeden in den Geschäftsführungen in der Erkenntnis wichtig, sozusagen in seine Zukunftsfähigkeit zu investieren und Standardisierung zu befördern. Ja, dann möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich
bei dem Panel. War, glaube ich, eine spannende Diskussion. Ich hoffe, wir haben alle Aspekte eines sehr vielschichtigen Themas erstmal beleuchtet. Und letztlich, Quintessenz, es wird schnell gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.